5 und 9 oder das Doppelte. Ah, mit trifft 0, 0 Varianz an der Stelle. Okay. Also. Ja. Okay, das passt. Alles klar. Trotzdem brauchen wir deutlich mehr hiervon. Also. Es gibt 5. Dazu bräuchten wir aber erstmal was davon. Okay, soweit, so gut. Okay, so, jetzt können wir das nämlich komplett hier rein umsetzen. Und haben die 10 und die 18. Ja. Genau, in der letzten Runde. Sollte passen. Wir haben theoretisch sogar noch genug Strom. So, jetzt können wir nämlich quasi... das raushauen und reloaden. Alles klar, cool. Bonus. Sus. Puff, angedockt. Jetzt nochmal der Weg zurück, hä? Ja, natürlich. Sammeln und Wärme. Scheiße, es ist viel zu heiß. So, Peng. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Jetzt haben wir die Wärme schon mal so weit unten. Brauchen dann aber natürlich noch das. Okay. Dürfen nicht so viel Strom verschwenden, wie immer. Aber die Apollo scheint doch relativ gut zu funktionieren. Ich brenne AF. Wir müssen viel mehr Hitze darunter nehmen. Warum kann ich das jetzt nicht? Fuck. So, jetzt ist die Hitze weg. Jetzt haben wir genug davon. Haben da noch 2 Runden. 3, 2. Ah. Ah. Ja, doch. Auf, komm. Wir müssen es so tun. Es geht nicht anders. Boah. Ist euer Ernst? Aber es ist zu warm. So, das nehmen wir damit jetzt runter und ich hoffe, dass wir nicht verbrennen. Okay. Peng. Damit haben wir sogar den Bonus. Perfekt. Ah, natürlich. Kurz vor Ende muss natürlich wieder was schief gehen. Ne? Boom. Und wieder Eintritt. Mondmission perfekt erledigt, würde ich fast behaupten. Sehen wir gleich.
Dritter. Yeah, super. Oh, wow. Yeah, cool. Da gab's auf jeden Fall was für. Und 6 Monate Genesung. Logisch. Sieht's denn aus? Missionstechnisch. Phobos-Fotografie. Gut, einmal am Start. Marslander wird erforscht. 1% Marsbereitschaft. Super. Gut, das bringt was. Gucken wir mal. Hier können wir doch bestimmt noch was reisen. Nee? Okay. Keine Anfragen. Mond ist uninteressant geworden anscheinend. Japan ist noch nicht am Start. Menschen im Weltall haben wir getan. Das haben wir getan. Kommerzieller Satellit. Anfragen. Bewertung des Manövrierens. 2%. Fortgeschrittene Stoßdämpfung. Fahrzeug-Upgrade. Mission-Plan. Und ab dafür. Peng. Prächtige Trostlosigkeit. Ein Foto des Astronauten Bernd Alfonsi. Siehst du da, Alfonsi? Der vom Meer der Ruhe auf dem Mond winkt, hat in den Medien ein breites Echo gefunden. So, Fahrzeug bauen. Entsprechend. Marinard. Ober. What? Jetzt, da du ein Fahrzeug-Upgrade freigeschaltet hast, kannst du es in jedem Fahrzeugentwurf hinzufügen, solange dein Fahrzeug es tragen kann. Jedes Upgrade hat neben seinem einzigartigen Effekt eine Punkteanforderung und Kosten. Die Anzahl der Upgrade-Punkte eines Fahrzeugs wird durch seine Booster und Oberstufe bestimmt, die jeweils eine bestimmte Anzahl von Upgrade-Punkten gewähren. Weiter fortgeschrittene Fahrzeugteile gewähren in der Regel mehr Upgrade-Punkte, sodass die Fahrzeuge leistungsstärkere Upgrades nutzen können. Um weitere Upgrades freizuschalten, schließt du Anfragemissionen ab, die sie als Belohnung gewähren. Holy smokes. Shit. 4000, 3800. Ja, man halt. Also nehmen wir dich. Okay. Wählen. Booster. Packt das? Gerade so. Okay. Okay, wählen. Auftragsnehmer. Wir haben hier also echt wenig Startzuverlässigkeit. Die müssen wir erhöhen. Yep. Bestätigen. Moment. Oh, Upgrade. Erweitert der Wetterschutz. Okay, Upgrade wählen. Kostet jetzt natürlich deutlich mehr. Aber gut. Can do. Bauen. Noch was? Nein. Gut. Dann weiter. Nutzlast fertiggestellt. 70% Zuverlässigkeit. Well. Gemini. Wo wollen wir hin? Agena. Titan. Saturn IVB. Warum ist die denn günstiger? Okay. Booster 8000 passt. Dann 86% Startzuverlässigkeit. Upgrade wählen. Mehr haben wir ja noch nicht. Da können wir jetzt natürlich nicht wirklich was reißen. 86% ist mir genug. Bestätigen. Können wir uns nämlich nicht leisten. So sieht's aus. Aber in einem Monat können wir das tun. So, jetzt aber. Und ab dafür. Mehr können wir uns gerade nicht leisten. Wäsch da, Forschung komplett. Okay, dann gucken wir jetzt gerade mal, was die Mars. Oh, wow. Oh, wow. Okay, cool. Wir müssen jetzt trotzdem hier die ganze Kacke erforschen, ne? Gut, Raumstation wäre dann für uns wohl die nächste Mission. Erstmal. Neue Mission unter Anfrage verfügbar. Haushaltsüberprüfung. Eng.
Ah, schade. Okay. Vorboss-Fotografie, alles klar. Alles gut, passt. Beide da. Besatzung. Der Alfonsi, hauen wir wieder raus. Ist die Startzuverlässigkeit 86%. Gut, gehen wir auf Forschungsetat. Dann starten wir direkt im März. Die andere auch, oder? Phobos-Fotografie. Yep. Ist gesetzt. Unbemannte Mission. Startzuverlässigkeit ist 71%. Da sollten wir für trainieren. Und ja, auch im Februar starten, natürlich. Hallo? Mission-Setup bestätigen. Zack. Und ab. Phobos-Fotografie. Ist das, was wir jetzt starten? Mit experimentellem Treibstoff. Super. Richtig keck. Gut. Gucken wir mal, was wir da raushauen können. Erweitert der Wetterschutz. Fortfahren. Sollte also passen. Und ich wollte das Forschungslabor noch erweitern. Verdammt. Sonst brauche ich ja viel zu lang für alles. Na? Na, na gut. Trotzdem gut. Yes, die ist auch mal auf Level 5 endlich. Und ab geht's. Erstmal nach Phobos fliegen, ne? Sammeln, Schub, 2 geht. 14 Navigationsdaten, okay. Uff, hoffentlich ist das nicht so tragic, das Ding. So, okay, dann. Bang. Zack, bam. So. Okay, ab dafür. Ja, ja, wir hauen gleich noch mal ein bisschen Schub raus. Ist klar. So, wir brauchen. Mehr Schub. Ergo. Das. Das rauszuhauen. Strom brauche ich jetzt noch. Kenn mich ja. So. Okay. Eigentlich brauche ich genau die. Okay. So. Ja, nicht, dass ich es nicht gewusst hätte. Weil das nimmt uns ja praktisch schon mal einen Zug weg fast. So, letzter Zug. Können wir jetzt... nichts mehr reisen. Nicht so zumindest. Jawohl, warte mal. Wir haben 6 Schub, wir brauchen 4. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nur noch das hier auf 14 pushen, tatsächlich. Das ist das Höchste, was wir machen können. Denn plus 1 ist nicht mehr gegeben. Fuck. Warum eigentlich nicht? Ja, schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht.